Was wäre, wenn die deutsche Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg Flugzeugträger gehabt hätte? Mit der Graf Zeppelin war zwar ein solcher Flugzeugträger im Bau, dieser wurde aber nie fertiggestellt. Wie hätte ein alternativer Flugzeugträger der Kriegsmarine ausgesehen und wie hätte er sich im Kampfeinsatz geschlagen? Dank Wargaming und ihrem Spiel World of Warships können wir dieser Frage heute auf den Grund gehen. Und da ist sie, die Manfred von Richthofen, vollgepackt mit Flugzeugen und fetten Flakkanonen. Also verlieren wir keine Zeit und schnappen uns das Teil. Vielen Dank an Wargaming für die tolle Zusammenarbeit. Das ist heute schon das zweite Video, welches Wargaming auf diesem Kanal sponsort. Und das erste findet ihr jetzt oben rechts in der Infokarte. Und natürlich gibt es auch dieses Mal wieder was für euch abzugreifen. Denn wenn auch ihr Bock habt, fette Pötte mit dicken Kanonen zu lenken und rumzuballern, dann könnt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung ein geiles Welcome Pack im Wert von 25 Euro abgreifen. Darin bekommt ihr schon mal einiges an Ingame- und Premium-Währung, direkt ein Tier-4-Schiff und noch einiges mehr. World of Warships ist natürlich wie immer kostenlos spielbar, also checkt das doch direkt mal ab. Jetzt aber zurück zu unserem Flugzeugträger. Die haben in World of Warships immer drei unterschiedliche Arten an Flugzeugen dabei. Angriffsflugzeuge, Sturzkampfbomber und Torpedobomber. Und da wir uns heute ganz den deutschen Schiffen widmen, stelle ich jetzt einfach mal die Besonderheiten von den Einheiten der Kriegsmarine heraus. So haben die deutschen Angriffsflugzeuge die Besonderheit, eine einzigartige Waffe zu verwenden, panzerbrechende Raketen. Damit sind sie besonders effektiv gegen feindliche Kreuzer, welche sie mit einem Treffer an der Zitadelle erheblichen Schaden zufügen können. Die Sturzkampfbomber der Deutschen sind, wie auch die japanischen, mit Antipanzerungsbomben und nicht wie normalerweise mit Brandbomben ausgestattet. Damit haben sie die Möglichkeit, bei einem gezielten Treffer verheerenden Schaden an Schlachtschiffen zu verursachen. Schlussendlich bleiben noch die Torpedobomber der Kriegsmarine und die besitzen die schnellsten Luft-Wasser-Torpedos im ganzen Spiel, verursachen im Vergleich aber nur wenig Schaden und haben eine geringere Chance, einen Wassereinbruch zu verursachen, was sie am effektivsten gegen Zerstörer macht. Alle Flugzeuge der Deutschen sind extrem schnell, haben dafür im Vergleich mit den Flugzeugen anderer Nationen aber verhältnismäßig wenige Trefferpunkte, weswegen sie feindliches Flakfeuer und Jäger unbedingt vermeiden sollten, da sonst auch mal schnell eine ganze Staffel in Flammen aufgeht. Zusammengefasst besitzen deutsche Flugzeugträger damit die Möglichkeit, gegen jedes Ziel eine genau darauf spezialisierte Flugzeugstaffel in den Kampf zu schicken und viel Schaden zu verursachen, während des Einsatzes aber weniger flexibel zu sein. Als nächstes habe ich mir die Schlachtschiffe angeschaut. Und welche Legende wäre da nicht passender als die Bismarck gewesen, das zum Zeitpunkt ihres Stapellaufs kampfstärkste Kriegsschiff der Welt. Deutsche Schlachtschiffe haben meist eine etwas geringere Schadenswirkung als Schlachtschiffe anderer Nationen, können dafür aber schneller nachladen und sich somit schneller einschießen und häufiger feuern. Außerdem sind sie im Schnitt schneller als andere Schlachtschiffe. Der größte Vorteil liegt aber in ihrer extrem guten Panzerung und der damit verbundenen Fähigkeit, sehr viel Schaden einstecken zu können. Und da macht es auch mal nichts aus, den ein oder anderen Torpedotreffer einzustecken. Ich muss sagen, ich hatte mit der Bismarck wirklich sehr viel Spaß. Der Gegner beißt sich die Zähne aus und wenn man ein feindliches Schiff vor seine 38 cm Geschütze bekommt, kann man ihn auch dank der für ein Schlachtschiff schnellen Nachladezeit gut einstecken lassen. Und an dieser Stelle kann man noch mal kurz über Skins reden. Die gibt es nämlich für jedes Schiff und die ändern natürlich die Textur der Schiffe. Es gibt aber auch Skins, die das komplette Modell ändern. Hier zum Beispiel habe ich einen Kathedralen-Skin für die Bismarck ausgewählt, der das ganze Schiff in einen gotischen Stil ändert und eine fette Kathedrale darauf baut. Die
Die Kreuzer der Deutschen, wie hier zum Beispiel die Dresden, schwächeln in den frühen Tierstufen denen der anderen Nation etwas hinterher, überholen diese aber spätestens ab Tier 6. Sich superschnell drehende Türme, Geschütze mit extremer Reichweite und die meisten Trefferpunkte der Kreuzerklasse im gesamten Spiel. Und ja, das, was ihr hier seht, ist ein deutscher Kreuzer, kein Schlachtschiff. Auch die Zerstörer der Kriegsmarine haben ihre Besonderheit. Ihre Zerstörer teilen sich nach Tier 6 in zwei Gruppen auf. Während in der einen mit zum Beispiel dem Z-52 ein flexibler Spielstil, also der Einsatz von Torpedos und Geschützen, fokussiert wird, konzentriert sich der andere mit zum Beispiel der Elbing auf das Nutzen von Geschützen mit einem großen 150mm Kaliber und Munition mit einer hohen Durchschlagswirkung. Zum Schluss habe ich es mir aber nicht nehmen lassen, noch mit meiner absoluten Lieblingsklasse, dem U-Boot, eine Runde zu drehen. Ich finde diese Klasse so verdammt gut, weil die Möglichkeit, extrem viel Schaden zu verursachen, aber selbst nur sehr wenig einstecken zu können, einen Reiz schafft, der einen die ganze Runde über unter Spannung stehen lässt. Hier zum Beispiel hat mich ein feindlicher Zerstörer entdeckt und Zerstörer können sehr, sehr viele Wasserbomben werfen, was dieser hier auch getan hat. Und ich konnte gerade so noch aus der Reichweite von den Bomben entkommen, bevor die mich komplett zerrissen hätten. Und auch wenn ich hier jetzt kein Schiff in dieser Runde versenkt habe, so konnten wir trotzdem durch das Erobern von Zielzonen den Sieg davontragen. Was sagt ihr abschließend? Gefallen euch die Schiffe der Kriegsmarine und würdet ihr sie selber auch benutzen? Oder sagt ihr, dass ihr lieber auf Schiffe einer anderen Nation setzt? Schreibt es gerne in die Kommentare und ganz egal, für was ihr euch entscheidet, mit World of Warships und dem Willkommenspaket im Wert von 25€, welches ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung schnappen könnt, könnt ihr mit den Schiffen fahren, die ihr am besten findet. Danke an Wargaming für die erneute Kooperation und danke natürlich auch wie immer an alle Kanalmitglieder. Bis zum nächsten Video, euer Fister. Ciao.